Sag mal, hast du denn jetzt alles eingekauft? Wie, was denn eingekauft jetzt? Hä? Boah, das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Wir wollten eine Party feiern, ja? Und jetzt haben wir kein Bier und Chips nicht. Random Game Facts 74. Tada! Party! Der Hass. Captain Commando ist nicht nur eine astreine Alliteration, sondern auch der Name eines Sidescroll-Beat'em-Ups und nicht nur das. Der Protagonist des Spiels mit dem tollen Namen, aufpassen, Captain Commando, war auch eine ganze Zeit lang das Maskottchen von Capcom, bis die gemerkt haben, dass den Captain keiner so richtig leiden kann. Also haben sie ihn mit dem nächstbesten blauen Dude ersetzt, nämlich Mega Man. Armer Captain. Im fantastischen Japano-Rollenspiel Xenoblade Chronicles hat man ja die Möglichkeit, mit anderen NPCs zu tauschen. Und um zu tauschen, braucht man eben etwas, das einen ähnlichen bzw. denselben Wert hat wie der Gegenstand, den man eintauschen möchte. Und liegt es da nicht nahe, dass das Achievement für den ersten Trade im Spiel tatsächlich Equivalent Exchange heißt? Ja, ganz recht, Anime-Fans haben es schon lange bemerkt. Das ist dasselbe und eine schöne Anspielung auf den wunderbaren Anime Fullmetal Alchemist. To obtain something of equal value must be lost. That is Alchemy's first law of equivalent exchange. Nicht nur, dass das japanische Beat'em'up Godhand mit einem völlig vermurksten Pseudo-Wild-West-Setting auftrumpft, nein, es gibt auch noch ein super Minispiel, bei dem Chihuahuas um die Wette rennen. Einer der Hunde, der da teilnimmt, heißt Mikami's Head. Warum? Weil Shinji Mikami, der übrigens nicht nur für Resident Evil, sondern auch für Godhand verantwortlich ist, irgendwann mal gesagt hat, er würde lieber seinen Kopf verlieren, als dass Resident Evil 4 für die PS2 konvertiert wird. Ja, so viel dazu. Im durchaus wirklich schön und düster gestalteten Survival-Horror-Titel D2 für die Dreamcast kämpft man irgendwann gegen Jennys besessenen Großvater. Und Achtung, nur in der japanischen Version, also quasi in der Uncut Original Version, kommt der Tentakel des besessenen Opas tatsächlich aus seinem Anus. In allen anderen Versionen kommt der aus der Brust. Die Japaner und ihre Tentakel. Andy aus Toy Story hat ja seine Lieblingsspielzeuge gebrandmarkt. Also jetzt nicht ganz so krass, aber er hat zumindest seinen Namen unten auf dem Schuh geschrieben. Ähnlich hat es auch der Art Director von Halo gemacht. Sein Geburtsdatum findet man auf dem Scorpion Tank und seine Initialien unter dem Stiefel vom Master Chief. Wenn man in Final Fantasy IX durch den Evil Forest wandert, kann man an einer Stelle das Forest Orchestra treffen. Das spielt dann einen total tollen und putzigen Song, der die Moral deiner Gruppe boostet. Findige Final Fantasy Fans haben dabei allerdings bereits gemerkt, super Alliteration an dieser Stelle nebenbei bemerkt, dass es sich bei diesem Song um Rufus Welcome Ceremony aus Final Fantasy VII handelt. Final Fantasy VII Anspielung! Ich bin ein Fan und hinterfrage nichts, ich liebe es! Herzlichen Glückwunsch, Final Fantasy VII, du bist heute 20 geworden, so glaube ich. So sieht's mal aus. Guy Chi, abgesehen davon, dass das ein ziemlich cooler Name ist, war auch die Synchronsprecherstimme von James Sunderland aus Silent Hill 2, allerdings ungeplant. Warum ungeplant? Weil er eigentlich nur seine Tochter zum Casting gebracht hat, die unbedingt Laura sprechen wollte. Geklappt hat das nicht, aber hey, Daddy darf den Protagonisten sprechen, also bleibt's wenigstens in der Familie. Das ist bestimmt für eine scheiß Stimmung gesorgt. Glaube ich auch. Die Rückfahrt so. In GTA San Andreas, und ja, darauf stehen Rockstar Games einfach wie Sau, kann man einen Fußgänger treffen, der Tupac Shakurs Figur Bishop aus dem 1992 erschienenen Film Juice verblüffend ähnlich sieht. 1992? Genau, San Andreas spielt in diesem Jahr. Im zweiten Teil der Hitman-Serie Silent Assassin liefert man in einer Mission Pizza aus. Und wenn man mal guckt, was da auf dem Pizzakarton draufsteht, dann sollte einem spätestens bewusst werden, was Agent 47 eigentlich für eine Bestie ist. Aus dem Dänischen steht da nämlich übersetzt echte Pizza mit Kacke drauf. I don't remember ordering this pizza with sausage! Oh! Laut der offiziellen Pokémon-Website sind diese typischen knappen Pumperhöschen, die man bei den Pokémon Mashok und Machumai findet, in Wirklichkeit Teile ihres Körpers, also gar keine Höschen. Das heißt ja wiederum, dass die sich wahrscheinlich so viel gespritzt haben an irgendwelchem Zeugs und Bullenhoden-Steroiden, dass ihnen ihr Pimmel einfach abgefallen ist. Dafür hat er vier Arme. Oder andererseits, wenn man sie jagt und sie dann häutet, hat man eine super Schlipper? Wahrscheinlich. An dieser Stelle könnte auch eine Endcard kommen.